Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr habt gerade schon ein Vorunboxing gesehen vom Fire TV und von diesem silbernen Ding für die Playstation für oben. Die Videos machen wir auch gleich noch weiter. Jetzt kommt das nächste, Odin war einkaufen. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Boah. Jo. Otto finde ich gut. Nicht immer, aber manchmal schon. Weil manche Preise sind bei Otto echt extrem hoch. Also weiß ich nicht. Das in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht. Also da müsste Otto mal mit der Zeit gehen. Definitiv, weil das ist, manche Preise sind einfach definitiv zu hoch. Man kann auch nichts vorbestellen. Ist auch sehr nervig bei Otto. Andere Online-Händler machen es möglich. Und wenn Otto schon weiß, was ins Sortiment kommt, warum sie das nicht vorher freigeben, dass man sagt, ey, bei der PlayStation ging es ja auch, bei der PlayStation 4, die hat mir auch vorbestellt. Also da müssten sie definitiv mehr mit Vorbestellung arbeiten. Und die Spiele, die man sich da kaufen kann für PS4, die anderen habe ich nicht in Übersicht, sind auch sehr teuer für die Verhältnisse. Die kaufen ja nur nicht, hier 20, 30 Spiele, die kriegen ja auch noch einen Rabatt und so. Und dann trotzdem immer noch so teurer über als bei Amazon oder wenn man direkt im Laden geht. Also, das wage ich, das ist nicht so toll, finde ich. So, wie gesagt, wir machen das jetzt hier. Ich habe mir meine PlayStation bei Otto bestellt. Ich habe mir meinen ersten Fernseher war bei Netto. Nee, nicht Netto, Neckermann. Was habe ich mir bei Otto noch bestellt? Mein Kühlschrank habe ich mir bei Otto bestellt. Meine PS3 war auch bei Neckermann damals. Meine Mikrowelle habe ich da bestellt. Mikrowelle, Kühlschrank, Fernseher nicht. PlayStation 4 habe ich mir da bestellt. Und meine Hose, die ich jetzt gerade anhabe. Ja, hier die Black & Jones. Black weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier ist, haben sie oben mit dem Antrauen die Firma ein bisschen übertrieben. Oder ein bisschen viel gewaschen. Und das muss ich mir dann auch noch was drunter machen, weil das wird auch locker schon. Also pfeift so ein bisschen der Wind durch. Und einige Zeug mehr habe ich mir bei Otto bestellt und war eigentlich so vom Bestellen und vom Zeitaufwand immer sehr zufrieden. Deswegen ist das hier auch etwas größer, weil wo ich mir die Hose bestellt habe, die habe ich mir zweimal in der gleichen Größe bestellt, weil meine Mama zu mir gesagt hat, bestell dir zweimal die gleiche Größe. Die du hast, bestell dir eine Größe drunter, eine Größe drüber und die du momentan hast, zweimal. Wenn die nämlich zu klein ausfällt, hast du eine von der kleineren. Und zwei von der normalen Größe, da kann man dann variieren, müsste man gucken, was man will. Falls sie zu groß ausfällt, kann man die kleinere nehmen. Genau, wenn sie zu klein ausfällt, kann man die größere nehmen. So. Und wenn sie genau richtig ausfällt, hat man zwei von der gleichen Größe, weil das variiert auch immer. Habe ich nie geglaubt, ist aber nun mal wirklich wahr, weil die Hose, die ich jetzt anhabe, zweimal gleiche Größe, gleiche Länge, gleiche Weite, alles gleich. Aber eine davon hat perfekt gepasst und die andere war knackig. Sagen wir mal so. Ich werde die jetzt aber nicht im Video anprobieren. Also da braucht ihr euch jetzt nicht falsche Hoffnung machen. Ich werde die jetzt nur euch vorstellen, weil das sind... Ach Gottes Willen. Drei verschiedene Hosen. So. Habe ich einen Langschein. Die gehen auch fast alle wieder zurück. Ich werde nur zwei, maximal drei behalten. So, dann haben wir die hier. Das ist eine Kipo and Bags. Weite 33, Länge 32. Das ist auch die Größe, die ich momentan benutze. Ach, hier ist sogar so eine Art Schlüsselanhänger mit bei. So, dann haben wir nochmal die Kipo and Bags 33-32. Dann haben wir die Kipo, das ist eine andere. Dann haben wir nochmal eine, das ist wieder eine andere. Wartet mal, kurzen Augenblick. Ist doch die mit dem schwarzen Schild. Kipo and Bags 62. Weil da habe ich so ein schwarzes Schild. Ich zeige die euch gleich näher. Das ist eine Kipo Bags. Kipo Bags ist das da auch 33-32. Das ist mit hinten so einer weißen Tasche. Hier ist nicht. Ach, hier ist auch nochmal so ein Schlüsselanhänger, aber in Orange mit bei. So, das sind, ist die Arschtasche, ist da. So ein weißer, fetter Strich. Okay. Oh, Katzen! Wir nähern uns der Sache an. Hier haben wir nochmal eine. Da ist aber ein blaues Band. Hier bei der ist das gleiche Band mit bei.
Bei der hier, auch 3332, ist jetzt ein kurzes Blauet mit bei. Bei der ist ein kurzes Orangenet mit bei. Gucken wir mal, ob es auch die gleiche ist. Wo haben wir hier eine Seriennummer? Hier sind so viele Nummern, man sieht nicht durch. Da Kipo and Bags, USAD 32. USAD 32. M009399. Das ist eine andere. Das ist doch die gleiche, oder nicht? Ach, das sind zwei verschiedene. Nee, sind die gleichen. Regular Fit, Kipo Bags. Das ist die gleiche. 33, 32. Ach, das ist die 32, 32. So. Das ist nochmal eine. Das ist die gleiche Kipo Bags. Hier ist wieder ein Orangenet mit bei. 33, 32. Oh, das ist orange. Ach, und die Nummer kleiner ist blau. Auch nicht schlecht. So kann man das natürlich auch zusammenhalten. Also ist ja doof für die Leute, die in Blau wollen, die kriegen natürlich keinen... Na, ist ja... Okay. So. So, das ist nicht. Ich muss mal hier noch ein bisschen Ordnung reinbringen hier. Das ist ein bisschen viel. So, hier haben wir nochmal eine. 32, 32, genau. Und da, was haben wir da für ein Band? Da haben wir ein blaues. Da ist genau das gleiche Band mit bei. Das ist die hier. Oder ist doch die gleiche? Doch, ist die gleiche. So. Muss ich mal hier ein bisschen doch mehr Platz machen. Jan. So, was haben wir hier? Das ist eine Jeans. Das ist eine Jeans. Bruno Banani ist das. Das ist eine Bruno Banani Jeans. Genau, das war die Bruno Banani. Das ist die Größe, keine Ahnung. Keine Ahnung, welche Größe das jetzt hier ist. Hier steht nichts. Und auf dem schwulen Aufkleber steht auch nichts. KSSO. Ich habe keine KSSO-Größe. Hier steht 33. 31. 21. Ich habe doch kein... Muss man glaube ich auspacken. So, das ist nochmal eine Bruno Banani. 33. Das ist nochmal eine Bruno Banani. 32. Seht das? Ja, also haben wir die auch. Habe ich mir vier Hosen bestellt? Ich habe doch nur drei bestellt. Okay, ich habe noch eine vierte. Auch eine Kipo Bags. Kipo and Bugs Hose. Auch regular fit. Die sind alle regular fit. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das Modell heißt. Also ich werde mal gucken, dass ich werde euch die Links mal dran und zu den Hosen drunter packen. Dann könnt ihr euch die angucken. Hat auch ein blaues Band hier. Die Arschtasche, da steht CBJ drauf, 62. Hier steht auch 62 drauf. Also mit der 62 haben sie es. Es muss irgendwas bedeuten. Ich weiß aber nicht, was. Ich glaube, das ist auch so gewollt. Ach so, die heißen Kipo Bags 62. Okay. Gut. Das ist aber auch hier die Arschtasche. Also das Arschleder ist hier auch wieder anders. So, machen wir mal hier schräg drauf. Ist das? Ist das? Ist das? Nee, das ist wieder was ganz anderes, oder? Nee, ist die gleiche, oder? Das ist die gleiche, aber die sieht so hell aus. Das ist doch was ganz anderes. Kipo Jeans RE Blue Desta 32. Nee, ist die gleiche, aber die sieht heller aus. Das ist die 32. Also die sieht extrem hell aus. Also die werde ich schon mal nicht nehmen. Ich mag das nicht so hell. Oder vielleicht mal gucken. Erstmal gucken, wie sie sitzt. Und dann habe ich hier noch zweimal enge Boxershorts in schwarz. Also jeweils drei Stück oder vier Stück sind hier drin. HS oder so. Weil die hatten 20% bei Otto und da habe ich zugegriffen. Weil ich brauche sowieso neue Boxershorts, weil ich ich bin ein bisschen mehr geworden.
Und deswegen brauchte ich definitiv neue Boxershorts jetzt nach. Meine geben nach und nach den Geist auf. Also selbst die Gummi wird, ey, ohne Scheiß, Leute, das hat früher mal länger gehalten. Aber jetzt, teilweise beim nach und nach lassen, wird der Gummi brüchig irgendwie. Das, wenn man so zieht oder so, am Gummi vom Boxershort, also oben der Gummi, dann macht's. Das hört sich ja an wie so ein hartes Gummibärchen, so ein bisschen, was man so fühlt sich das an, so wie man zieht und dann als man hat richtig das Gefühl, dass es bröckelt. Total doofes Gefühl. So, jedenfalls habe ich jetzt diese Hosen alle bestellt. Das sind doch mehr als ich dachte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe nur 3 bestellt. Jetzt habe ich auf einmal 4. Warum, weiß ich nicht. Ob ich die jetzt gratis dazu gekriegt habe? Ich habe doch so viel gar nicht bestellt. So, die muss ich jetzt erstmal wieder wegpacken. Und dann muss ich mal gucken, wie teuer die Hosen sind. Das werde ich euch gleich mal ansagen. Und 2 davon werde ich nehmen. Weil ich habe momentan eine Hose, die passt. Und die wasche ich halt jetzt immer wieder. Und packe die dann auf der Heizung. Und wenn die jetzt nicht trocken ist, müh ich mit Jogginghose raus, ja. Also ich habe noch eine andere Hose, die sitzt aber scheiße und die fühlt sich scheiße an. Und das ist eigentlich meine, so die Kipo, das ist auch eine Kipo-Bags hier, glaube ich. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Kipo-Bags, oder? Steht das irgendwo? Ich glaube, ja, CBJ, das ist auch eine CBJ. Also Kipo-Bags, J, CBJ. Die habe ich auch bei Amazon letztens vor Jahr gefunden, wie gesagt, und habe mir dann gleich welche bestellt. So, was haben wir denn hier Schönes? Nee, nicht bei Amazon, bei Otto. So, das ist jetzt zu den Boxershorts. Den brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir hier noch einmal Kipo and Bags Jeans Fabricel. 2-mal. Die habe ich doch 3-mal. Ach, da unten steht sie nochmal. Gut. Oben Größe 33, 2-mal. Unten einmal 32. Alles klar. Dann habe ich die Jeans Carlos. Klingt auch toll. Jeans Carlos. Jeans Carlos. 32, Jeans Carlos, 33, 33. Ach, Jeans Carlos ist die von Bruno Banani. So. Ich wusste nicht mal, dass der Hosen macht. Ich bin da ein bisschen Outsider, sorry Leute, aber mit Klamotten hab ich's nicht so. Das ist nicht so meins, wo ich sage, das ist so, ich zieh mich so an, wie es mir gefällt. Und ihr habt, die Hosen, die sind alle so doppelt, dreifach übergenäht und so. Ich mag das nicht, diese Karotte oder einfach nur ein Jeansstoff. Da kann ich auch im Sack raussehen oder in einer Jogginghose. Ich mag das lieber, wenn dann, so wie hier. Sorry, wenn ich euch das jetzt mal auf meine Nüsse zeige. Aber hier geht das so übergenäht. Hier ist dann so schwarzer Stoff noch mit drin und so. Also sowas mag ich. Oder hier sieht man auch Knöpfe, so Druckknöpfe. Hier noch fette Nähte, dünne Nähte, alles vertreten. Und doppelt und dreifach übergenäht und so. Das finde ich toll. Sowas finde ich schick. So, dann haben wir noch Jeans, CBJ Jeans Magic. Ach, die eine heißt Magic. Okay. Haben auch alle die gleiche Nummer, 33, 33 und unten ist nochmal Magic mit 32. Dann habe ich noch die Jeans, also CBJ, C&B, also C und B heißen die Jeans. Ach, deswegen heißt das J für Jeans, C&B Jeans, CBJ. Jetzt weiß ich es, naja. Was? Reißvers. Keine Ahnung. Ich werde euch nochmal die einzelnen Artikelnummer, falls ihr danach googeln wollt oder bei Otto gucken wollt. Ich werde auch mal gucken, dass ich die Links dann nochmal finde und euch drunter klatsche. Die CBJ Jeans Fabricel ist die 499039. 72, also 499-039-72. Dann habe ich die Jeans Carlos, das ist die von Bruno Banani, das ist die 812-559-80. Dann habe ich die CBJ Jeans Magic, das ist die 485
7775 und dann habe ich noch die CNB Jeans Rissvers, keine Ahnung, 890347774. Also wenn ihr wisst, wie das Rissvers oder wie das richtig ausgesprochen wird, sagt mir mal Bescheid, schreibt das unten in die Kommentare. Am besten so, wie man es ausspricht. Sieht dann bestimmt scheiße aus, das Wort, aber so, dass ich das auch nachsprechen kann. Das wäre echt toll, danke euch. Ihr seid doch meine Besten, ihr kennt das doch. Ich kann das ja nicht. Und ich kann euch auch nochmal sagen, die einzelnen Preise, wenn ihr das wollt, ich muss mal kurz gucken, die Rivers, die kostet 87, die kleinere kostet 84. Ja, ich muss die teurere nehmen. Also, die Jeans, CBJ Jeans, Fabrelec oder so, in der Größe 33, kostet 84,99. Ich habe auch Raten genommen, weil ich wusste nicht, wie viele Hosen ich nehme. Falls ich denn doch drei nehme, 3 × 80 €, das schlägt nämlich schon rein. Also nicht ganz 80 €. Das sind 84,99, 12 Monate Raten. Und eine wird abgezogen 17 €. Das heißt, ich bin anstatt 84,99 bei 67,99. Runden wir mal auf 70 €. Bei drei Hosen sind es 140, 170, 100, 210 € für drei Hosen. Dann kommen noch die Boxershorts dazu. Warte mal, wo waren wir? 210 €, 240, warte mal, 210, die kosten 16 noch was, also 210, 220, 230, 240, 245, so in dem Dreh bin ich dann mit bei. Und das zahle ich nicht einfach mal aus der Portokasse. Klingt zwar doof, dass man Jeans auf Abzahlung holt, aber warum nicht, wenn man es kann? Und es ist 0% Raten und da habe ich zugeschlagen. Vielleicht nehme ich auch alle Viere, weil ich habe ja keine mehr. Vielleicht nehme ich ja 4 Hosen. Dann bin ich ja bei noch mehr Geld mit bei. Momentan nur die Hosen, die ich mir jetzt geschickt habe, sind hier bei irgendwie 800 € oder sowas in dem Dreh. Also stand jedenfalls bei meiner kompletten Rechnung. Hier steht nichts drauf. Waren irgendwie 800 € nur für die Jeans, 800 noch was. Aber davon gehen ja ganz viele wieder zurück. So, machen wir mal weiter. Wir haben dann noch die Jeans Carlos. Das ist die Bruno Banani Jeans. Die kostet 77,99. 12 Monate Raten. 15,60 werden abgezogen. Ich bin bei 62,39. Dann haben wir die Jeans Magic von CB. Also CNB. 87,99. Das ist wieder mal eine richtig teure hier. 17,60 Rabatt, weil 20% gekriegt habe, bin ich bei 70,39. Dann haben wir die, was? Wieso ist denn die so teuer? Hä? Da hat, hier haut aber was nicht hin. Die CBJ Jeans in der Größe 32 soll hier auf einmal 10 € mehr kosten als die in der 33. Alle anderen sind billiger. Magic 57, 78, nee, die sind doch teurer. 87 ist die Magic. Nee, die kosten gleich. Die Rivers kosten 87,99, kostet die Kleine 84,99. Aber bei der Fabric 10 € mehr, nur weil sie nur noch mal kleiner ist. Ey, leck mich am Arsch, ey. Da bin ich Glück, dass ich fett bin, ey. Leck mich an eine Dash. So, wo waren wir? Magic haben wir gemacht. Dann kommt noch die Rivers, wie gesagt. Die kommt noch mit 87,99, 17,60. Auch Rabatt bin ich auch bei 70,39. So. Lange Geburt, sorry. Aber das war's. Wir haben es geschafft. Das war unser Odin war einkaufen Jeans. Ich werde euch die Jeans... Ich werde die jetzt nicht anprobieren, ich werde die heute nicht auseinanderruppen, ich habe keinen Bock jetzt hier, ich werde das wahrscheinlich dann nachher oder morgen machen und dann werde ich die Jeans, die ich behalten werde, entweder hinten ranhängen oder ein extra Video machen. Ich denke mal, ich werde die hinten ranhängen und dann werde ich euch die mal so eine Kamera,
Entschuldigung, in die Kamera halten und dann seht ihr, welche Jeans ich mir genommen habe und wie die aussehen und dann kläre ich euch das nochmal. So, aber das soll jetzt ja soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr wisst, wie das ausgesprochen wird, in die Videobeschreibung bitte, Kommentare bitte. Ich werde die Links alle in die Videobeschreibung posten, dann kommt ihr gleich zu Otto und dann guckt ihr euch die mal an. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin. Ach, wie ihr sagt, wundert euch nicht, bei dem Video werde ich wahrscheinlich keine Werbung oben drin haben, weil das habe ich ja selber gekauft, da brauche ich keine Werbung. Ahoi.